Unsere Serie Die Klasse von 2012 führt uns heute an die Städelschule in Frankfurt. Eine Schule, die so gar nicht ins Schema passt. Und ihre Schüler auch nicht. Florian Auer, Student der Bildhauerei an der Frankfurter Städelschule bei seiner Hauptbeschäftigung. Sinieren, nachdenken, warten auf Inspiration. Die kommt meist aus dem Alltäglichen. Der 27-Jährige ist Fußballfan. Zuletzt hat es ihm das Logo des Senders Sky angetan. Der typische Weg für ihn, Themen zu finden. Dass mich quasi irgendwas in meinem Privatleben, im Alltag irgendwie fasziniert, interessiert, was irgendwie aus Medien kommt oder auf Reisen irgendwie ich interessant finde. Und dann probiere ich das quasi so erstmal im Atelier irgendwie so zu realisieren. Das heißt irgendwie, ich baue das nach, auch so wie ich es mir vorstelle, so wie wenn jemand was nachzeichnet, aus seinem, wie er sich daran erinnert. Bei uns ist es generell so, dass die Leute komplett frei sind, wie sie arbeiten, auch wie viel sie arbeiten, wie viel Zeit sie im Atelier verbringen. Es hört sich so als super der easyste Studiengang aller Zeiten an, dadurch, dass man keine Prüfungen hat, keine Abgaben hat. Die Frankfurter Städelschule, die freieste, progressivste und renommierteste Kunsthochschule Deutschlands. Bewerber aus aller Welt wollen hier studieren. Vytautas Jurevicius, genannt Vitas, kommt aus Litauen. Er studiert freie bildende Kunst, arbeitet gerade an einer Musik für eine Performance. Unterstützt wird er dabei von Tonmeister Daniel Ford. Da an einer Effekte, oder? Genau, hier sind ja die normalen, ja? Das ist die normale Lautstärke. Ja. Wenn du jetzt einen Effekt drauf haben willst, siehst du hier auch Effekte. Das, auf welchen Kanal willst du einen Effekt haben? Auf dem? Und wie viel davon? Ja? Bildende Künstler, die Musik machen. In seiner Heimat undenkbar. Wir haben so ganz andere Akademiensysteme. Wenn man an der Kunstakademie Litauen studieren will, man muss dann vor, wenn man so als Kind zur Grundschule geht, dann gibt es eine Abendschule, das ist eine Malschule. Und da muss man als Kind schon Kunsttheorie lernen und dann Stilllebenmalerei. Also man muss auch die ganze klassische Malerei lernen und auch Bildhauerei. Und nur dann kann man an der Akademie studieren in Litauen. Ein System, das eindeutig nicht zu Freigeist Vitas passt. Sein künstlerisches Forschungsfeld? Der Einfluss von sexueller Identität auf Mode und Architektur. Vitas Professor ist der britische Konzeptkünstler und Turner-Preisträger Simon Starling. Dass die Professoren allesamt relevante Künstler sind und sich die Studenten direkt für ihre Klassen bewerben, ist neben dem freiheitlichen Ansatz die zweite Besonderheit am Städel. Großartig ist doch, dass man hier nicht so gefesselt wird von akademischen Strukturen, wie es in vielen anderen Ländern üblich ist. Mit diesen modularen Systemen und ständigen Begutachtungen, die alles durchdringen. Das ist für mein Verständnis im Rahmen einer künstlerischen Ausbildung doch eher kontraproduktiv. Nikolaus Hirsch ist der Rektor der Städelschule. Er hält auch die begrenzte Anzahl der Studienplätze für einen Vorteil. Diese Schule ist sehr spezifisch natürlich, sie ist sehr klein. Das ist vielleicht so die intimste Hochschule, vielleicht das intimste und direkteste Lehren, was man überhaupt haben kann in Deutschland. Die gerade mal 200 Studienplätze sind weltweit begehrt. Wir haben nicht mal mehr 30% deutsche Studenten. Und hier wird vornehmlich Englisch gesprochen und es ist einfach eine sehr globale Institution geworden. In einer Frankfurter Markthalle. Treffen der Klasse von Tobias Rehberger, Professor von Florian Auer. Rehberger, selbst Ex-Städel-Student und Lebemann, ist Gewinner des Goldenen Löwen der Biennale di Venezia 2009. Die Treffen seiner Klasse finden grundsätzlich bei einem guten Essen statt. Das hat Prinzip. Dazu gehört auch guter Wein. Lebensart als Teil der Ausbildung. Ja, wurde mit mir genauso gemacht und hat nicht geschadet. Und so mache ich das auch ein bisschen, ja. Rehbergers didaktischer Ansatz ist simpel. Die Leute müssen versuchen, rauszufinden in den 5 Jahren,
was sie wirklich interessiert, damit es ein paar Jährchen hinterher auch noch reicht, um damit was anfangen zu können. Und das sage nicht ich denen, was die interessieren soll, sondern das müssen sie schon selbst rausfinden. Und das ist natürlich auf der einen Seite frei, ist aber auch viel Arbeit und hat natürlich in großem Maße mit Selbstverantwortung zu tun. Den eigenen Weg finden und lieben, was man tut, darum geht's. Doch auch für Städtl-Studenten gibt es keine Garantie für eine erfolgreiche Karriere. Hier ist es schon ein leichterer Zugang als bei anderen Kunsthochschulen, weil es eben den Namen hat. Aber dass es eine Garantie ist, dass man danach davon leben kann, also das glaube ich nicht und es glaubt auch keiner an der Städtl-Schule. Ja. Für Nebenjobs sollte man sich nicht zu fein sein. Mit dem Kunstmarkt und mit Erfolg, das ist so auch Glückssache eigentlich. Florian und Vitas. Sie lieben die Freiheit, ihre Schule und die Kunst. Nächste Woche besuchen wir zwei Schüler der Popakademie Mannheim.